Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit einem Zuschauervorschlag. Und zwar, was wäre, wenn Sire die Hilfe angenommen hätte und nicht ertrunken wäre? Wenn du dich für König der Löwen interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesem Thema mehr zu verpassen. Gegen Ende des Films König der Löwen, Simbas Königreich, spielt sich ein brutaler Kampf zwischen Simbas und Sires Rudel ab. Und dieser Konflikt kann dann letztendlich von Kiara und Kovu beendet werden, als sie sich dazwischen stellten. Kiara redete auf ihren Vater ein und konnte ihn überzeugen, dass das ein sinnloser Konflikt ist. Davon waren dann auch Vitani und der Rest von Sires Rudel überzeugt und wechselten somit die Seiten. Sire allerdings konnte das Ganze nicht einsehen und wagte noch einen letzten Angriff auf Simba. Kiara ging dann dazwischen und die beiden landeten in einer Schlucht. Allerdings, zu ihrem Nachteil, brach in diesem Moment auch der Damm und die Schlucht wurde von strömenden Wassermassen geflutet. Und während Kiara zumindest halbwegs sicher landete, hing Sire an einem Hang. Kiara versucht ihr zu helfen, allerdings lehnt sie diese Hilfe im Film ab. Sie kann sich nicht mehr lange halten und stürzt ins Wasser. Aber was wäre jetzt eigentlich, wenn Sire die Hilfe angenommen hätte? Ich möchte hier mit euch auf drei Theorien eingehen. Beginnen wir mit der für mich eher unrealistischsten Theorie und dem Happy End. Sire würde Kiaras Hilfe annehmen und die beiden schaffen es aus der Schlucht heraus. Sie wäre anfangs ziemlich sprachlos, denn sie hätte nicht damit gerechnet, dass Kiara ihr helfen würde. Sie würde einen Moment lang zögern und überlegen. Daraufhin würde sie sich bei Kiara, Simba und allen anderen entschuldigen und bedanken. Und letztendlich würde sie sich auch Simbas Rudel anschließen und die Vergangenheit hinter sich lassen. Und so würden sie glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage am Königsfelsen leben. Happy End. Um ehrlich zu sein, es ist für mich die unrealistischste Theorie. Denn 5 Minuten zuvor ist Sire noch komplett in dem Modus, ich bringe euch alle um und ich sehe das Ganze nicht ein und plötzlich wandelt sie sich so, dass sie sich dem Rudel anschließt und gut wird. Das halte ich für sehr unrealistisch. Kommen wir damit zu Theorie 2 und zu einer Möglichkeit, die ich als realistischer empfinde. Sire täuscht ihren Sinneswandel vor. Sie tut so, als wäre sie mega dankbar, dass sie gerettet wurde. Und im Endeffekt versucht sie einfach nur Gelegenheit zu finden, einen neuen Plan zu schmieden. Sie würde sich dem Rudel mehr oder weniger anschließen und so tun, als wäre alles supi. Ich könnte mir hier allerdings gut vorstellen, dass Simba noch etwas misstrauisch wäre. Aber nichtsdestotrotz würde er sie trotzdem vorerst aufnehmen. Allerdings hat sie hier auch wieder ein ziemlich großes Problem. Es gibt jetzt irgendwie keine Bösewichte mehr, mit denen sie sich verbünden könnte. Und alleine würde sie das Ganze nicht wirklich weit bringen. Oder zumindest würde ich sagen, hängt es davon ab, welche Ziele sie genau verfolgt. Wenn ihr einziges Ziel ist, Simba zu töten und was danach geschieht, ist egal, dann könnte sie das möglicherweise schaffen. Allerdings würde sie dann möglicherweise selbst im Kampf gegen die anderen Löwen sterben oder sie würde zumindest verbannt werden. Aber so wie es im Film rüberkam, war es ja jetzt nicht der einzige Sinn, Simba zu töten, sondern sie wollte Rache an allen nehmen, die Scar verraten hatten. Das würde grundsätzlich das ganze Rudel von Simba und Nala einschließen. Und so wie ich Sire einschätze, würde sie vermutlich auch Rache üben wollen an Kovu und Vitani, die sie ja im Endeffekt auch verraten haben. Allerdings ist es für sie so gut wie unmöglich, sich an allen zu rächen. Und unabhängig davon, dass sie gegen Simba, Nala, Kiara und Kovu und das ganze Rudel kämpfen müsste, müsste sie auch gegen Vitani kämpfen und die hat, wie wir wissen, das Gebrüll. Und spätestens hier würde sie vermutlich verlieren. Also Theorie 2 zusammengefasst, sie würde allen Vorspielen gut zu werden, würde allerdings dann im passenden Moment Simba töten. Oder sie würde es zumindest versuchen. Kommen wir zur dritten und letzten Theorie. Und ich würde grundsätzlich sagen, diese Theorie ist möglicherweise sogar die realistischste von allen dreien. Sire würde Kiaras Hilfe annehmen, die beiden würden es aus der Schlucht schaffen, allerdings würde sich Sire Simbas Rudel nicht anschließen. Sie würde erkennen, dass sie keine Chance im Kampf hätte und würde das weitersuchen. Und ab hier gibt es natürlich einige Möglichkeiten, was sie dann machen könnte. In König der Löwen verborgene Geschichten gibt es ja den Löwen Pride, auf den sie einmal traf und der vermutlich Kovus Vater ist, zumindest in der Story. Vielleicht sucht sie ihn und lässt die Vergangenheit hinter sich und bleibt bei ihm. Kann natürlich auch sein, dass sie nach wie vor Rache möchte und sich Verbündete sucht. Irgendwo, irgendwie. Was denkt ihr? Was würde Sire in dieser Situation tun? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr noch weitere Theorien habt, könnt ihr die dort auch mit uns teilen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.